Hallo liebe Dampfergemeinde, Freunde von Coils und Fans von Mesh. Mega Einleitung, wie ich finde. Ich habe heute einen RDA für euch, den ihr sowohl mit Coils als auch mit Mesh wickeln könnt und der die Watte selbstständig von unten an das Mesh drücken soll, damit es keine Hotspots beim Dampfen gibt. Das ist im Prinzip ein richtig cooles Konzept, aber das funktioniert in der Theorie besser als in der Praxis. Ich habe mir dafür mal eine Lösung einfallen lassen, die ihr ganz simpel, einfach und kostengünstig nachmachen könnt, damit ihr dieses Problem einfach nicht mehr habt. Die Rede ist natürlich vom Profile RDA von Votofo und wie er geliefert worden ist, wie ich ihn wickel, wie er schmeckt, wie er dampft, was dieses Problem überhaupt ist und wie ich es behoben habe. Das alles erfahrt ihr natürlich wie immer in diesem Video. Ja, und wie immer schauen wir uns zuerst einmal die Verpackung des Ganzen an. Auf der Rückseite befindet sich der komplette Verpackungsinhalt sowie nochmal ein paar Warnhinweise. Auf der Seite haben wir den Designer, nämlich Votofo selbst und Mr. Just Right One. Auf der Rückseite haben wir hier noch einmal die Farbe und das Votofo Logo. Und auf der Vorderseite können wir schon mal einen kleinen Blick auf den Verpackungsinhalt werfen. Im Inneren befindet sich dann unter anderem eine Anleitung für den Verdampfer in verschiedenen Sprachen, bebildert, unter anderem auch in Deutsch. Ein zusätzliches 18er Drip-Tip, ein Zubehörtütchen mit einem Phillips-Schraubendreher für die Post-Clamp, einer Wickelhilfe für das Mesh oder die Coils und einem Allen-Key für die Plus-Pull-Pin-Schraube bzw. Squonker-Pin-Schraube. Des Weiteren haben wir hier noch eine Wicklung 0,33 Ohm NI80, zwei Mesh-Style-Coils 0,18 Ohm Kantal, ein kleines bisschen Watte und ein Zubehörtütchen mit Dichtungsringen, plus Pull-Pin-Schraube, zwei Schrauben für die Post-Clamp und zwei Ersatzfedern für das Wickeldeck. Des Weiteren haben wir natürlich dann auch noch unseren Verdampfer. Dieser kommt mit einer Höhe von 28 mm, einer Breite von 24 mm, einem vorinstallierten farblich abgestimmten Drip-Tip und einem einstellbaren Squonker-Pin, den man natürlich auch durch den regulären Plus-Pull-Pin austauschen kann. Die seitliche Airflow, die wir durch Drehen der Topcap verstellen können, funktioniert übrigens so, dass wir zuerst die obere Seite der Löcher schließen, dann den Rest des Ganzen schließen und drehen wir das weiter, öffnet sich das Ganze wieder. Die Topcap ist übrigens relativ massiv und hat eine Wandstärke von 2 mm. Und das Wickeldeck des Ganzen sieht dann so aus, dass wir hier in der Mitte eine federgelagerte Keramikvorrichtung haben, die die Watte dann an das Mesh herandrücken soll. Dann haben wir hier die beiden Post-Clamp für die Coils oder das Mesh und eine etwa 4,3 mm große Liquidwanne. Da dieses Prinzip mit der Feder zwar in der Theorie ganz gut funktionieren mag, mir persönlich aber in der Praxis ein bisschen zu wabbelig ist, da dieses Ding schon nachgibt, wenn ich das nur angucke, schraube ich das Ganze mal auseinander, komme dann so an die Feder, die wir dann übrigens auch durch die anderen beiden Ersatzteilfedern austauschen können, nehme mir dann einfach einen handelsüblichen Kugelschreiber, drehe dort die Feder heraus, kürze das Ganze auf die ursprüngliche Länge der Originalfeder und erhalte dann eine Feder mit einem stärkeren Druckpunkt, die mir persönlich besser zusagt. Das Ganze setze ich dann einfach wieder unten in die Keramikplatte ein, setze das Ganze auf das Wickeldeck des Verdampfers, halte das Ganze mit einem Finger in Position und schraube das Ganze wieder fest. Jetzt ist dieses Keramikplättchen absolut nicht mehr wabbelig, hat einen angenehm schweren Druckpunkt und kann meiner Meinung nach die Watte viel besser an das Mesh herandrücken. Für meinen persönlichen Test des Verdampfers habe ich hier die unterschiedlichsten Mesh-Sorten verwendet, zum Beispiel das Edelstahl 150er Mesh, das NI 80 100er Mesh oder aber auch das Kantal 80er Mesh. Das lege ich jetzt aber einfach mal beiseite, verwende hier diese mitgelieferten Meshstreifen, damit ich euch im Fazit letztendlich auch mal einen Unterschied nennen kann. Ich hole also jetzt erstmal diese vorgefertigten Meshstreifen aus der Verpackung heraus, lege das Ganze einmal um meine Wickelhilfe, um es in Form zu bringen, bekomme dadurch diesen rundgebogenen Meshstreifen heraus, den ich hier dann ganz einfach einlegen, etwas runterdrücken und festschrauben kann. Jetzt nehme ich die Wickelhilfe einfach wieder aus dem Mesh heraus, drücke einfach mal bei 15 Watt den Feuertaster und glühe das Ganze dadurch aus.
Jetzt nehme ich mir noch diese mitgelieferte Watte. Vorher hatte ich immer die ganz normale Angle Rabbit dafür verwendet. Hol die also auch aus der Verpackung heraus. Fädel das Ganze dann hier durch. Kürze es etwas ein. Dünne das Ganze an den Enden etwas aus. Und leg das dann ganz einfach unten in die Liquidwanne. Am Ende sieht das Ganze so aus, dass wir auch hier einen leichten Bogen drin haben, die Watte schön an dem Mesh anliegt, nicht so weit über die Kante herausragt, dass wir hier später dann auch noch die Topcap draufsetzen können und natürlich diese Luftkanäle, wo dann später unsere Airflow ist, frei bleibt, damit die Luft auch gut zirkulieren kann. Jetzt können wir das Ganze schon mal mit Liquid Prime, dass hier ordentlich viel Liquid drauf ist, dass die Watte überall komplett schön nass ist. Auch hier ruhig ein, zweimal den Feuertaster drücken, damit das Liquid leichter aufgenommen werden kann. Und wenn dann alles soweit passt, dann setze ich die Topcap wieder drauf, die übrigens durch eine Arretierung gehalten wird, so dass ihr nicht darauf achten müsst, wo die Luftkanäle sind bzw. die Airflow und man das Ganze leichter abdrehen kann. Dann schraube ich das Ganze noch auf meinen ungeregelten Squonker, auf dem ich den gerne verwenden möchte. Und fertig wäre dann der Verdampfer zum Dampfen und zum Fazit. Und da sind wir auch schon wieder zurück zum großen Dampftest und zum Fazit vom Votofo Profile RDA. Hier auf meinem mechanischen Squonker eine schöne Kombi, wie ich finde. Bevor es ins Detail geht, würde ich sagen, dampfen wir das Ganze zuerst einmal. Und ich muss sagen, das Ding ist recht ordentlich. Kann ich mich nicht beschweren. Als ich ihn gekriegt habe, habe ich ihn so gewickelt, wie ich normalerweise Mesh-Tröpfler wickel. Das heißt, Watte schön verdichtet, Mesh eingeklemmt, schön fest, damit es keine Hotspots gibt. Und das Ding hat funktioniert, hatte aber von dieser Keramikplatte her absolut keine Funktion mehr. Das heißt, die Platte war komplett runtergedrückt, gab für mich keinen Sinn. Dann habe ich die Feder ausgetauscht, so wie ihr das im Video gesehen habt. Und jetzt ist es nicht mehr wabbelig. Jetzt kann ich da normale Watte reinziehen, brauche das nicht mehr so dolle zu verdichten, brauche nicht mehr so viel Watte zu verwenden. Und das Ding funktioniert auch einwandfrei. Hat natürlich den folgenden Vorteil, wenn man die Watte nicht so sehr verdichtet, hat man natürlich einen besseren Liquid-Nachfluss bzw. eine bessere Liquid-Aufnahme. Und hat damit nicht mehr so viele Probleme. Innovation ist auf jeden Fall gegeben und sowas habe ich vorher noch nie gesehen, dass ein Tröpfler selbstständig die Watte von unten an das Mesh drückt. So mit dieser starken Feder ergibt das für mich auch viel Sinn, beziehungsweise viel mehr Sinn. Und das Ding ist wirklich einwandfrei so zu empfehlen. Was die Mesh-Streifen angeht, die Votofo hier mitliefert, muss ich ganz ehrlich gestehen, für mich persönlich, es ist immer meine persönliche Meinung, kann ich auch normales Mesh verwenden. Diese Mesh-Style-Coils, die Votofo da reinpackt. Und wenn man auf der Votofo-Seite mal guckt, definieren die das selbst als Lochblech. Es ist also, offiziell ist es kein Mesh. Und es hat für mich keinen Vorteil, diese Coils zu kaufen. Wenn ich einen Mesh-Tröpfler habe, beziehungsweise generellen Verdampfer habe, möchte ich ihn auch so wickeln können mit den Utensilien, die ich sowieso schon zu Hause habe. Und dann soll er auch nicht schlechter sein. Das heißt, ich möchte meine eigene Watte dafür verwenden, ich möchte meine eigenen Coils dafür verwenden, beziehungsweise mein eigenes Mesh. Und dann soll dieser Verdampfer auch wirklich gut sein. Könnt ihr. Keine Probleme, ihr braucht euch diese Streifen nicht kaufen. Ich persönlich habe keinen Vorteil für mich herausfinden können, warum ich diese Coils jetzt kaufen sollte. Wenn ich da ein etwas gröberes Mesh reintue, ein 80er zum Beispiel, habt ihr denselben Geschmack. Also ich kann immer nur für mich sprechen, das ist mir ganz wichtig. Ich will das nicht verallgemeinern. Ich brauche mir diese Streifen auf jeden Fall nicht nachzukaufen, da kann ich sparen. Das kann ich mir sparen, nicht nur vom Geld her, sondern auch, es ergibt für mich einfach keinen Vorteil. Geschmacklich ist dieser Tröpfler wirklich gut.
Was einen Mesh-Tröpfle angeht, Mesh ist sehr gut im Geschmack, kann man nicht leugnen. Aber was das Mesh in diesem Tröpfler hier angeht, da gibt es bessere, muss ich ganz ehrlich sagen. Es soll sich auch niemand angegriffen fühlen, ich will diesen Verdampfer auch nicht schlecht reden, aber ich persönlich finde, es gibt bessere Tröpfler. Ganz allgemein, ob nun mit Coils oder mit Mesh, ganz allgemein gibt es bessere Tröpfler. Mesh-Tröpfler ist der hier schon sehr weit vorne, sehr, sehr weit vorne. Durch diese Innovation, durch dieses Wickeldeck, kann man nicht anders sagen. Es gibt aber vergleichsweise einen anderen Mesh-Tröpfler, der mir noch ein bisschen besser gefällt. Nicht was die Innovation angeht, aber was das Mesh angeht, das ich da reinlegen kann. Ich zeige euch mal den Unterschied. Ich habe hier den Wendivape Mesh RDA. Der ist schon etwas älter und dafür gibt es auch bei mir zumindest kein Review auf dem Kanal drüber, weil da war ich noch gar nicht bei YouTube. Und diesen Tröpfler kann man einfach noch etwas anders wickeln. Ich zeige euch mal den Unterschied, wenn ich die Topcap hier mal abnehme. Seht ihr, dass dort viel mehr Mesh reingeht. Man kann ihn auch mit Coils wickeln, man kann ihn sogar auch Dual-Coil wickeln und das geht beim Votofo nicht. Was die Dampfentwicklung angeht, nehmen sie sich nicht sehr viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dampfe jetzt erstmal den und danach dampfe ich mal den. Durch das mehr Mesh, wollte ich gerade sagen, durch das größere Mesh, kriege ich damit natürlich mehr Dampf raus. Und geschmacklich nehmen die sich nicht wirklich viel. Ich finde den immer noch sehr, sehr gut. Aber egal, darum geht es jetzt ja gerade nicht. Ich wollte das nur mal miteinander vergleichen, weil es sind beides 24er. Beide kriegen die Luft von der Seite. Beide kannst du mit Mesh wickeln. Beide kannst du mit Coils wickeln. Den hier sogar noch mit einer Dual-Coil-Wicklung. Kommen wir mal zurück zum Votofo Profile. Ihr macht mit dem Teil nichts falsch. Wenn ihr einen Mesh-Tröpfler sucht, den neuesten Mesh-Tröpfler sucht, den innovativsten Mesh-Tröpfler sucht, dann seid ihr mit dem Teil auf jeden Fall richtig. Es ist wirklich ein schönes Teil, du kannst ihn super zum Drippen benutzen, auch das Quonken funktioniert einwandfrei und er ist schön klein für einen 24er, was die Höhe angeht. Also er sieht wirklich auch noch gut aus. Und den gibt es in verschiedenen Farben mit verschiedenen Drip-Tipps. Alles seine Vorteile, wie ich finde. Und geschmacklich ist er wirklich gut. Kann ich nicht sagen. Das soll es aber auch in diesem Video gewesen sein. Am besten ist, ihr macht euch eure eigene Meinung. Schreibt es mir auch gerne unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich habe es mir jetzt verkniffen in dem Video, den jetzt mit einer Single Coil zu wickeln, weil jeder, der so ein bisschen wickeln kann, wirklich nur ein bisschen wickeln kann, für den ist das da so einfach, eine Single Coil reinzubauen, wie sich die Schuhe zuzubinden. Also das habe ich mir jetzt wirklich gespart. Mir war es wichtig, euch zu zeigen, dass diese Feder ein bisschen straffer sein könnte. Und wie ihr das Ganze umsetzt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir mal gerne einen Daumen nach oben da. Auch über mein Abo, über ein Abo meines Kanals, würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Und ich verbleibe mit den Worten, allzeit gut Dampf und eine schöne Zeit. Vielen Dank nochmal fürs Einschalten. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du zeigst es mir durch einen Daumen nach oben. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann klick doch einfach mal hier auf den kleinen Dampflot-Kopf. Damit abonnierst du meinen Kanal und wenn dir gerade ein bisschen langweilig ist, schau doch einfach mal eins von diesen beiden Videos an. Ich bedanke mich nochmal, würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen und wünsche dir wie immer allzeit gut Dampf und eine schöne Zeit.